Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Tribünen, sehr geehrte Karnevalsfreunde, sei es aus dem Rheinland oder auch aus Franken, darf auch Ihren Beitrag zur Kultur im ländlichen Raum ausdrücklich würdigen, nicht nur bei Ihnen in Köln, sondern auch bei mir im Wahlkreis. Zur Stärkung der Kultur im ländlichen Raum gehört auch eine intensivere touristische Vermarktung und Vernetzung von Kultur und Tourismus. Und ich darf hauptsächlich zu dem Thema Tourismus und Kultur jetzt vielleicht noch ein paar Sätze ergänzen. Unser reiches kulturelles Erbe, zeitgenössische Kunst- und Kulturangebote und die Kultur- und Kreativwirtschaft bieten insbesondere für ländliche Regionen ein herausragendes Potenzial, das noch lange nicht ausgeschöpft ist. Dabei ist die Tourismuswirtschaft in vielen ländlichen Regionen schon heute ein Motor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und bringt erhebliche zusätzliche Kaufkraft in Dörfer und Gemeinden. Die Verbindung von Burgen, Schlössern, Kirchen, Klöstern und Museen in kulturellen Veranstaltungen wie Kunst-, Kultur- und Musikfestivals und Volksfesten sowie aus dem Erleben von Kulturlandschaften machen ländlich geprägte Regionen für Gäste aus dem In- und Ausland, insbesondere aus den städtischen Gebieten, sehr attraktiv. Ich denke bei mir in der Region an die Frankenfestspiele in Röttingen, wo im historischen Burghof eben hier Theater gespielt wird. Ich denke an die Florian-Geier-Spiele in Giebelstadt, wo vor der historischen Kulisse der ehemaligen Geier-Ruine die Pferde über die Bühne blockern, wo eben entsprechend hier dann mit Pyrotechnik beleuchtet die Ruine eben angestrahlt wird, um zu zeigen, wie die Bauern ein paar hundert Jahre zuvor hier an dieser Stelle just Authentität eben entsprechend hier eben die Ruine angegriffen haben. Wohl wissend, dass es keine 3-4 Kilometer entfernt zu Tausenden von Totschlägen an Bauern gekommen ist im Bauernkrieg. Das ist etwas, was die ländlichen Räume an Kultur dazu beitragen können. Authentizität, Originalität, historische Schauplätze. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das herauszuheben. Denke an die Scherenburg-Festspiele in Gemünden, Herr Kollege Rützel, jetzt höre ich wieder nicht zu. Wie schon gesagt, denke an die Passionsspiele in Sömmerstaff, sehr viele historische, regionale Events, die bei uns draußen eben in Schwind stattfinden. Denke aber auch daran, dass sehr viele Kulturschaffende aus den Regionen auch in die Städte reinkommen und das bereichern. Und ich darf darauf hinweisen, 30. Mai bis 2. Juni findet in Osnabrück, jetzt kommt der Werbeblock für Niedersachsen, findet in Osnabrück das Deutsche Musikfest statt, wo Tausende von Musikern aus ganz Deutschland dazu beitragen, Kultur aus dem flachen Land natürlich auch in den städtischen Bereich zu transportieren. Auch dafür ein herzliches Wort des Dankes. Dank an die traditionellen Musikfeste, an die Blasorchester, an die Spielmannszüge, aber natürlich auch, lieber Kollege Frieser, an die vielen Chöre, die bei uns Land auf Land ab eben schon hier zur Kulturschaffung auf dem flachen Land beitragen. Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu anderen austauschbaren Reisezielen im Ausland tragen unverwechselbare Traditionen zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis bei. Was uns aber manchmal noch fehlt, ist eine wirklich gute Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteure aus Kultur- und Tourismuswirtschaft. Unsere Regionen haben hier große Chancen, die im Vergleich zu den großen Städten noch nicht voll genutzt werden. Kultur darf kein Selbstzweck sein und sich nur auf Besucher aus den jeweiligen Orten oder der näheren Umgebung verlassen. Es gibt bereits viele gute Beispiele in Deutschland für eine gelungene Verbindung von Kultur und Tourismus. Und ich darf als letzten Aspekt in dieser Diskussion, als letzter Redner, vielleicht noch einen Kulturaspekt einfügen. Das ist der Aspekt der Genusskultur, auch der Esskultur. Wenn ich daran denke, es gibt nicht nur die Currywurst, es gibt eben allein im Fränkischen die Bratwurst, es gibt die 3 im Weckle, es gibt die 6 auf dem Kraut, es gibt eben die fränkische Bratwurst, es gibt die thüringische Bratwurst. Es gibt, bitte? Fischbrötchen wirft die Kollegin Kassner von den Linken ein, daran habe ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Ich habe mehr ans fränkische Schäufele gedacht, an die bayerische Schweinshaxe gedacht. Ich habe entsprechend an die Wirtshauskultur gedacht, an die Biergartenkultur, an die Gaststättenkultur auf den Dörfern. Ich glaube, auch das gehört dazu. Menschen machen da Urlaub, Menschen genießen da etwas Schönes, wo es tatsächlich schön ist, wo man auch gut essen kann. Denkt bei mir in Franken an Terror F, die wunderbaren Aussichtspunkte in den fränkischen Weinbergen. All dies gehört auch zu unserer Kultur, zu unserer fränkischen. Herr Präsident, ich bin gleich fertig. Ich kann verstehen, dass Ihnen das Wasser im Munde zusammenläuft. Aber ich bin schon am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bitte diesen Aspekt der Kultur nicht ganz zu vergessen. Dankeschön. Herr Kollege, vielen Dank für Ihr Werben für die Genusskultur, dem ich mich anschließen kann. Ich finde, wir danken einfach allen, die was dazu beitragen, dass unser Leben fröhlicher wird. Damit schließe ich die Aussprache.